Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen. Hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Montag, den 19. Juni. Ja, erstmal vielen lieben Dank nochmal an den Jan, der letzte Woche für mich übernommen hat, weil ich war echt zugehustet. Ich konnte echt keinen täglichen Podcast machen. Und ja, dementsprechend steht jetzt diese Woche für mich an, die eigentlich Jans gewesen wäre. Und ich versorge euch mit den täglichen News. Wie zum Beispiel heute, wo wir Microsoft dabei haben, Surface, iFixit, Amazon, Whole Foods, Pokémon Go, Atari und Transformers. Beginnen natürlich mit Microsoft, denn die haben ein neues Keyboard vorgestellt, das Modern Keyboard with Fingerprint ID. Das ist jetzt für 130 US-Dollar verfügbar in Amerika und entspricht dem im letzten Jahr im Oktober vorgestellten Surface Keyboard mit einem Fingerprint Reader halt dabei. Also eine kleine Taste, auf die man seinen Finger drauflegen kann. Dann meldet man sich bei Windows an und das war es dann wahrscheinlich auch. Ich glaube nicht, dass da größere Features noch dabei sind. Schon alleine aus Sicherheitsgründen wird sowas nicht so einfach umzusetzen sein. Gleichzeitig hat Microsoft auch noch eine Modern Maus und eine Arc Maus in sein Angebot aufgenommen und damit auch zusätzlich den Surface Brand bei ihren Zubehörteilen rausgenommen. Und das liegt wohl daran, dass viele Kunden verwirrt waren und dachten, die Surface Keyboards und Mäuse sind echt nur für die Surface-Geräte. Und dem ist ja nicht so, denn die können an jedem Windows-Rechner benutzt werden. Wenn wir aber schon beim Thema Surface sind, die Kollegen von iFixit, das sind die, die immer alles auseinandernehmen und gucken, wie man es reparieren kann, die haben nämlich das Surface Laptop auseinandergenommen und haben dem Ganzen ein Repairability Score von 0 gegeben. Ja, also 0 ist schon sehr schlecht und sie haben, ich zitiere, eine Monstrosität voller Kleber genannt. Ja, ist alles sehr verklebt und praktisch nicht zu reparieren, aber auch ähnlich wie die Apple-Produkte, die für die gleiche Sache oft in den Pranger gestellt werden und ich sage, mein Gott, das ist halt auch dem geschuldet, dass die Dinger immer kleiner, immer dünner und gleichzeitig auch noch immer performanter werden. Und anders läuft das dann wahrscheinlich auch nicht mehr. Und man muss sich einfach davon lösen, dass man denkt, man kann alles mit einem Schraubenzieher und einem Hammer selber reparieren. Die Zeiten sind nämlich vorbei. Also, ja, bei Microsoft ist auf jeden Fall jetzt auch nichts mehr zu reparieren. Wenn wir aber bei Microsoft sind, können wir gleich in Seattle bleiben, denn dort sitzt auch Amazon. Und Amazon möchte nun die amerikanische Supermarktkette Whole Foods übernehmen. Und zwar für 13,7 Milliarden Dollar. Und nicht mit einem schäbigen Aktientausch oder so, sondern Cash. Tja, das ist schon mal eine Ansage. Das Ganze muss natürlich auch nochmal entsprechend genehmigt werden von den Kartellbehörden und allen Dingern in Amerika, die sich da irgendwie einmischen müssen. Aber es scheint nicht so, als ob was dagegen sprechen würde. Und dann haben sie halt eine Supermarktkette mit Läden in den USA, Kanada, aber auch in UK. Also Europa ist auch mit dabei. Und das Gesamte ist natürlich im Kontext von Amazon Fresh auch sehr interessant, denn da haben sie jetzt sofort eine große Infrastruktur, die sie nutzen können. Gleichzeitig platziert sich Amazon somit auch noch deutlicher und konkreter gegen Walmart, die natürlich ganz viele Läden haben und auch online in den letzten, ja, sagen wir mal rund 10 Jahren, zwar von hinten kam, aber ordentlich nachgezogen haben und eigentlich in Amerika auch ganz gut aufgestellt sind mit ihren Läden und ihrem Online-Angebot. Tja, und Amazon geht jetzt dagegen vor. Was auf der ganzen Welt aber auch relevant ist, ist Pokémon Go. Und dort steht jetzt das große Arena-Update an. Heute werden nämlich die Arenen deaktiviert. Und wie viel Uhr das sein wird, das hat Niantic nicht bekannt gegeben, aber da die ganzen Events ja auch alle in Deutschland immer um 22 Uhr rum gestartet sind, vermuten viele, dass die Arena, also dass die Arenen deaktiviert werden, dass das halt auch um 22 Uhr unserer Zeit stattfindet. Dann wird es wahrscheinlich auch ein neues Update geben für die App, für Android und iOS. Und ja, wenn danach die Arenen wieder freigegeben werden, haben wir hoffentlich eine neue Möglichkeit, in den Arenen zu kämpfen. Vielleicht auch untereinander, unter Freunden, 1:1. Aber da müssen wir uns echt überraschen lassen, weil Niantic keine Details dazu bekannt gegeben hat.
Ebenso wenig Details gibt es eigentlich zu der neuen Box oder zu der neuen Videospielkonsole von Atari. Die soll Atari Box heißen und das war es mehr oder weniger schon. Es gab auf der E3 ein Teaser-Video, an dem man nicht viel erkennen konnte. Und man weiß eigentlich nicht, ist das jetzt so eine Retro-Konsole mit ein paar fest eingebauten Spielen, ähnlich wie bei Nintendo? Oder haben die halt echt irgendwas zusammengeschraubt und wollen jetzt hier mit Xbox und PlayStation konkurrieren? Was natürlich, also Irrsinn wäre. Also, da müssen wir uns auch überraschen lassen, aber ihr werdet es natürlich hier im Geek Talk Daily auf jeden Fall mitbekommen, sobald es Neuigkeiten zur Atari-Box gibt. Und zum guten Schluss noch eine Nachricht zu den Transformers. Denn da steht ja jetzt der 5. Kinofilm an und Paramount, die Filmfirma hinter den Transformers-Filmen, hat sich gedacht, dafür jagen wir 2 Autos auf die Berliner Straßen, und zwar Bumblebee und Barricade, haben aber dabei die Rechnung ohne die Polizei Berlin gemacht. Die haben mal geguckt und haben gesagt, jo, das ist alles nicht TÜV-konform, was das Teil hat, also was die Teile haben, also die Autos, und haben sie mal eben abschleppen lassen. Die Polizei Berlin hat dazu auch noch einen witzigen Tweet abgesetzt und man, ja, als ich den gelesen habe, habe ich schon gedacht, das ist so eine Promo-Aktion, das ist doch abgestimmt, also auch mit den Fotos. Andererseits, hey, das ist die Polizei Berlin. Ich glaube nicht, dass sie sich von Paramount für eine Promo-Aktion engagieren lassen. Von daher, Kudos an den Twitter-Account der Polizei Berlin. Und ja, Paramount wird sich aber auch nicht beklagen, denn die hatten durch die Aktion auf jeden Fall eine gute Promo, die sie nicht bezahlen mussten, also indirekt. Also sie mussten wahrscheinlich hier die Abschleppkosten für die Autos bezahlen, aber da lachen die wohl drüber im Rahmen, was so eine Promoaktion sonst kosten würde. Und damit wären wir auch am Ende für heute, für den Montag. Ich wünsche euch einen guten Start in den Tag und natürlich auch in die Woche. Ich hoffe, wir hören uns morgen wieder. Und wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst uns einen Kommentar und am allerliebsten bei iTunes. Aber auch ansonsten schreibt uns auf Twitter oder schreibt auch mir. Wir freuen uns über Feedback. Ansonsten bis morgen. Ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk.